Noch ein großer deutscher Einzelhändler gerät in Turbulenzen. Nach Galeria muss auch Pieck und Kloppenburg Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Grund dafür sei die schwierige Marktsituation. Die Geschäftsführung habe den Antrag gestellt, um den bereits angestoßenen Restrukturierungsprozess zu beschleunigen. Das teilte das Unternehmen mit. Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop sollen jedoch ohne Einschränkung geöffnet bleiben. 6.800 Mitarbeiter sind aktuell betroffen. Während der Corona-Pandemie habe das Unternehmen einen dreistelligen Millionenverlust erlitten, heißt es. Lieferengpässe, erhöhte Kosten, steigende Zinsen und die leichte Rezession hätten die wirtschaftliche Situation zum Ende des vergangenen Jahres hin weiter eingetrübt. Die Branche hat seit längerem zu kämpfen. Der Wettbewerber Galeria Karstadt Kaufhof hat bereits vor wenigen Monaten Insolvenz angemeldet. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.